So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dragon Age Inquisition. Mir ist leider Gottes die Aufnahme zerschreddert, Gott sei Dank ist das Gespräch angehalten worden. Was da jetzt geht, weiß ich nicht, ich war jetzt da ziemlich nervös und habe jetzt da nicht zugehört, was er gesagt hat. Aber da oben steht's eh. Was ist mit euch? Ich habe euer Kommen gespürt. Haben wir vielleicht etwas gemeinsam? Ob ich was mit dem gemeinsam habe, weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? Machen wir mal. Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Was spielt das schon für eine Rolle? Wie kann es sein, dass ihr nicht erkennt, was ich bin? Was für eine merkwürdige Welt dies doch ist, in der euch die Zeit blind macht. Was von der wirklichen Welt verärgert euch so? Sie ignoriert mich. Ich befehle den Felsen, sich zu teilen, aber sie tun es nicht. Ich gebiete dem Himmel näher zu kommen, aber er rührt sich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr Sterblichen das ertragen könnt. Warum seid ihr nicht wieder ins Nichts zurückgekehrt? Ich lasse mich nicht zurückweisen. Ich weigere mich zu gehen, bevor nicht irgendetwas meinen Befehlen gehorcht. Dann fühle ich mich dazu verpflichtet, euch zu helfen. Ich stelle mich in euren Dienst. Ausgezeichnet. Ich habe auch nur einen einzigen Befehl für euch. Eine Kreatur des Zorns besaß die Unverfrorenheit, mich über den See zu jagen. Vernichtet sie in meinem Namen und ihr werdet belohnt werden. Ein bescheidenes Anliegen. Außerdem könnte der Dämon des Zorns auch für andere eine Gefahr darstellen. Okay, also irgendwas müssen wir vernichten. Vernichtet den Dämon, steht da. So, aber zuerst müssen wir hier Leichen finden. So, nehmen wir mal. So, die Getränke von Theades. Tedas, keine Ahnung. Und irgendwas, irgendwo müssen da Leichen sein. Gefundene Leichen, 0 von 3. Okay. Wie die allerdings ausschauen, weiß ich nicht. Okay, da gibt es einmal Heilpflanzen oder sowas in der Art. Ich glaube, damit macht man seine Heiltränke wieder. Die Heiltränke. Und da gibt es auch wieder so eine Sehenswürdigkeit. Und zwar hier. Na, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir es ordentlich. So. Allerdings, wo diese Leichen sind. Da ist ein Schild. Das hier ist das ehemalige Haus des Bürgermeisters. Das ehemalige Haus des Bürgermeisters. Papierfetzen. Ein super. Brief des Bürgermeisters von Kamwald. Er ist feucht, aber noch lesbar. Lass mich mal da durch, danke. Ah, da drinnen sind's, oder? Da ist er's. Okay, das ist einmal einer davon. So, du wirst durchscrollen für euch. Tut mir echt leid, dass die Aufnahme zerschreddert worden ist. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann nichts dafür. Hat auf einmal aufgehört, warum auch immer. Jetzt schaue ich eh die ganze Zeit drauf. Aber es kann sein, weil ich so viel mit meinem Laptop momentan mache, dass er überfordert war. So, schauen wir mal da nochmal rein. Da ist nur der Geist, nämlich. Okay. So, da unten ist es nicht mehr violett. Das heißt, es müsste irgendwo da oben sein. Schauen wir mal da. Da drinnen war ja nichts. Schauen wir trotzdem nochmal rein. Vielleicht habe ich was übersehen. Nein, da ist nichts. War ich da schon drinnen? Fragen über Fragen, gell? Unglaublich. Da kommt man gar nicht rein, oder was? Doch, da. Ja, da ist die nächste. 2 von 3, okay. Und da gibt es auch nichts zum Looten. Okay. So, wir waren da drinnen,
da drinnen und da drinnen. Also in irgendwelchen Gebäuden sind die halt platziert. Vielleicht sind die da oben drinnen. Schauen wir mal. Das nehmen wir uns auf jeden Fall alles da mal mit. Ja, da sind sie. Und jetzt müssen wir die sterblichen Überreste übergeben. Okay. So, kurzen Blick auf die Karte da. So, was haben wir da? Finde das Ding, okay. Und da haben wir wieder ein Rufzeichen. Okay, wir müssen aber da rauf. Bringe die... Ja, genau. Da gehen wir jetzt rauf. Machen wir eine Schnellreise, damit wir diese Quest dann auch fertig haben. So. Hallo. So, ich hoffe, dass ich jetzt richtig gehe. Nein, ich gehe... Oder? Warte mal. Da rüber, ja, ja, ja. Und da vorne, genau, da braucht ihr schon. Da sind wir richtig. So, haben wir die nächste Quest abgeschlossen. Sehr gut. So, grüß dich, gell? Euer Gnaden. Ich habe die sterblichen Überreste derjenigen geborgen, die in Alt-Kammwald gestorben sind. Gepriesen sei Andraste. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ihr euch selbst auf die Suche machen würdet. Hab Dank für eure Anteilnahme. Man findet sie dieser Tage leider nur allzu selten. Ich werde die Leichname für die Einäscherung vorbereiten. So, Quest abgeschlossen. Sehr nice. Es wird uns gut tun. Nein, nein, nein. Tut mir leid. Entschuldigung. So. Quest abgeschlossen. Sehr gut. Bist du jetzt gestiegen, Sarah? Nein, noch immer nicht. Schade. Okay, Moment. Na gut. Na dann würde ich vorschlagen, wir machen weiter mit der Hauptquest. Machen eine Schnellreise dahin und rennen wieder runter und gehen halt durch diesen Damm da durch oder was auch immer ich da jetzt machen muss. Also wir müssen eine Höhle finden, wo dieser Dämon wäre, weiß ich nicht. Den halt dieser Geister will, dass ich den umbringe. So, da nach hinten müssen wir. Diese Geister müssen durch den Riss gekommen sein. Sie treiben voller Neugier dahin. Ein Glück, dass sie der Riss nicht in Dämonen verwandelt hat. Einer beobachtet uns. Ich bin Cole. Habt keine Angst. Also irgendwo hier. Da ist eine Höhle. Da? Also ein Haus ist da. Na bitte. Haben wir es gleich gefunden auf Anhieb. Geht doch mal rasch hier weiter. Mich stört das allerdings, dass der letzte Part nur 10 Minuten war. Das stört mich extremst. Boah. Überhaupt nicht mein Stil. Kurzpart, wirklich. Ganze 20 Minuten verschwendet, nur weil die Aufnahme gestoppt hat. Ah. Na, was soll's? Was soll man tun? Dafür könnte ich ja die Aufnahme 40 Minuten machen, oder? Na, machen wir nicht. Wir bleiben realistisch. So. Wir nehmen wieder den Herzfehler, bitte. Dann mal los. Suchen wir nach diesem Riss im Nichts. Jo. Ein Tor, trachtend, treibend, auf das zurückblickend, was es erblickt. Cole ist der Meinung, wir seien auf dem richtigen Weg. So, machen wir mal da überall Licht an. Damit wir da ein bisschen was sehen. Sehr gut. Okay, so. Runter da anscheinend, okay. Die Viecher machen mir da gar nichts, diese Geister, die da um und um fliegen. Ist auch nett. Vielen Dank. Die Maps sind schon schön gestaltet, da kann man nichts dagegen sagen. Schaut cool aus. Aber es sind nicht überall Fackeln hier.
Kannst du darüber springen? Nein, okay. Da runter oder was? Ah, okay. Eine Kiste. Müssen wir dann anschauen. Also das mache ich dann wahrscheinlich wieder off. Screen ohne euch. Ja, da, ich könnte runterspringen, aber das... Ob das wirklich so intelligent wäre. Ich glaube, ich muss eh da runter. Was anderes fällt mir nicht ein. Schließe den Riss im Nichts. Na, da muss ja auch irgendwie einen anderen... Na, ist doch scheißegal, oder? So, haben wir das mal raus. Das Viech ist urgroß. Und prügeln wir in die Scheiße aus dem Kopf. Aufs Maul. Komm, 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 Furschen. So, ganz normale Angriffe nur. Und Vorwärtssturm, sehr gut. So, jetzt ist er gleich down. Einer weniger. Nice. Ah, da ist was gedroppt, okay. Eine Schattenessenz. Was bringt sich das alles? Ich muss einmal lesen. Wenn ich mal Zeit habe. So. Gehen wir mal da lang, würde ich sagen. Ob das jetzt der richtige Weg ist, ist natürlich... Braucht ihr vielleicht Hilfe? Eine andere Frage. So. Mach mal da auf. Und hier unten gibt es anscheinend einen Riss, den muss man halt schließen. Das, der gehört zu der Hauptquest dazu. Oh, lesen. Sehr gut. Erfahrungspunkte wieder. So. Das war's. Kriege ich da jetzt immer wieder EP? Achso, das waren zwei Bücher. Okay, okay. So, komm, wieder raus da. Da gibt's wieder was. Ob ich da jetzt richtig gehe, weiß ich nicht. Aber es schaut urcool aus. Es schaut wirklich cool aus, oder? Hier unten gibt es Zwergenruinen. Die Zwerge haben solide gebaut. Ihre Runen singen noch immer. Da gibt's wieder was. Das ist schon gut. Wo sind meine Tanks? Wo sind meine Tanks? Da ist er, sehr gut. Cola mal. Da kommt er, der Herzfehler. Der ist wichtig. Er haut den Schaden raus. Ich will weiterleben. Danke. Noch immer einer. Okay. Zack. Sehr gut. Passt. Das war aber nicht der Riss. Dann plünder mal. Da gibt's so viel, Leute. Das ist so groß. Das ist unglaublich, wie groß das alles ist. Sehr gut, da kann man wieder Licht machen. Ich hoffe, dass ich richtig gehe. Ich hoffe es für mich. Ansonsten bin ich angefressen. So, da komme ich gar nicht durch, oh ja. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich da nicht durchkommen wäre. Aha. Ach so, das wäre der Weg gewesen, dass ich da runterkomme. Hier, okay. Machen wir mal das Licht an. Das ist aber schon gut, dass ich das gefunden habe. Nämlich die EP, die ich da
jetzt da verloren hätte, hätte mich auch geärgert. Gott sei Dank habe ich das gefunden. So, jetzt wisst ihr auch den normalen Weg. Man muss nicht unbedingt runterspringen. So. Und jetzt wieder hier runter. Gott sei Dank geht das ziemlich fix hier. So, und dann da ganz vorne links anscheinend. Der bringt mich dann zum Riss. Und ich hoffe, der Riss ist nicht allzu groß. Also nicht allzu überlevelt halt. Sonst haben wir da nicht wirklich eine Chance. So, da nach hinten nehme ich einmal an. Da können wir wieder Feuer machen, okay. Nice. So, schlagen. Okay. Nehmen wir alles mit. Das nehmen wir auch mit. Ach so, das ist eine Leiter. Ah, okay, okay. Eine Leiter. Oh, da liegt wieder was zum Lesen. Großschwert, okay. Oh, das ist nichts für mich. Ich bin ja auf Hand und Schild. Jägerpanzerung. Die ist sicherlich auch nicht so gut. Ja, die Leiter halt, aber. Hä? Muss ich jetzt oben irgendwo lang gehen? Habe ich irgendwas übersehen? Da ist mal was. Ja, vielleicht war das nur ein separater Raum. Ja, genau. Da nach hinten können wir gehen. Da ist er eh schon. Na dann, hauen wir uns rein. Dämonen. Sie finden sich hier nicht zurecht. Level 11er. Okay, das geht schon ein bisschen höher da. Aber es geht. Komm, komm, komm. Sehr gut, so. Beschäftigt sie. Ich versuche den Riss zu schließen. Ich kann ihn nicht einmal anvisieren, okay. Okay, Runde 2 anscheinend. Ich wollte eigentlich den Riss schließen. Ja, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. So, geht schon. Bats. Nice. So, kann ich ihn jetzt schließen, ja? Ich kann es probieren zumindest. Okay, der Typ hinter mir stört mich. Jetzt ist er down. Komm, 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 gib Gas. Kann man das nicht irgendwie aufleveln, dass ich das schneller machen kann? Okay, passt. So, Runde 3. Da kommen noch mehr. Ja, ja, lasst sie kommen. Ah, der Riss haltet doch weitaus mehr aus. Aber ich halt auch urviel aus. Wieso habe ich mal so schwer dann bei den anderen Sachen? Schaut mal, ein ganz großer. Bist du jetzt down endlich? Danke. So, geht schon. Versuchen wir's. Komm, komm, komm. Schaden. Sehr gut. Und der nächste. Angriff auf mich. Sehr nett. Vielen Dank. So, probieren wir es. Noch geht es nicht auf mich los. Und zack. Sehr gut. Boah, die Kameraeinstellung ist so scheiße. Wirklich. So, komm, schließ ihn, schließ ihn, schließ ihn. Sole stellt sich genau daneben. Der will auch mal ins Bild. So, dann haben wir es, oder? Lass den Bürgermeister wissen, okay. Die Toten sind keine Dämonen mehr.
Leute sind jetzt sicher. Lasst uns den Bürgermeister informieren. Jo, das machen wir gleich. Macht plus 2. Sehr gut. Dank uns ist ihr Leben jetzt besser. Macht plus 3. Und hier gibt's nichts zum Looten. Cole stimmt zu. Was auch immer er zustimmt. Okay. So, wir machen Schnellreise, würde ich sagen. Mal schauen, ob man da... Oder muss ich da jetzt alles rausgehen? So, warte mal. Wegpunkt, zurück, Tageslegende. Kann ich da? Nein, kann ich nicht. Anscheinend muss ich alles wieder zurückkehren. Okay. Ja, wenn ich leide, leidet sie auch. Das zeige ich auch natürlich. Aber da rauskommen wird jetzt nicht hoffentlich allzu schwer. So, wir müssen aber rechts gehen. Wir müssen uns nur daran erinnern, wie halt der Weg jetzt war. Wie wir da halt wieder rauskommen. So, da vorne und rechts, oder? Was ist das da? Nix, okay. So, jetzt da ganz nach vorne. Mir gefällt das Spiel immer mehr, auch wenn ich halt ja ein bisschen immer dumm leg oder oft sterbe oder sonstiges. Gehört halt dazu. Es ist auch schwer, das zu koordinieren, auch wenn man zu viert ist. Vielleicht nehme ich auch die falschen Leute mit, dass ich zu wenig Damage raushaue oder sonstiges. Das kann schon möglich sein. Auf das bin ich auf jeden Fall froh, dass ich den Weg da gefunden habe. Nämlich, stellt euch mal vor, ich hätte den Weg nicht gefunden und dann hätte ich, ja, wie lang auch immer gesucht, damit ich hier wieder rauskomme. Geister lassen mich in Ruhe, warum auch immer. Sind mir wohlgesittet. Und so weit ist der Weg jetzt auch nicht. Okay, wir sind eh schon fast draußen. Fast draußen. Laufen wir einmal durchs Wasser. Und immer weiter. Überall, wo ich die Fackeln angemacht habe. Darauf. Ja, da ist sie schon, die Leiter. Und wir haben es geschafft. Was? Da war was. Und rauf mit dir. Jo, wir haben es geschafft. Jetzt kann ich wahrscheinlich eine Schnellreise machen. Dann tun wir uns hinporten zum Bürgermeister. Aller Bürgermeisters. Na komm, ein bisschen schneller. Oder kommt gleich eine Cutscene? Das wäre super. Wenn jetzt gleich eine Cutscene kommt, dann wäre das super. Auf jeden Fall haben wir schon urviel gemacht im Let's Play. Urviel. Okay. Schauen wir mal ganz kurz nochmal auf die Karte. Da ist jetzt was. Lass den Geist in Alt-Kammwald wissen, dass der Dämon des Zornes vernichtet wurde. Okay, machen wir das jetzt noch schnell. Und dann gehen wir zum Ding. Wie heißt's? Zum Bürgermeister da. Das ist nämlich gleich da vorne. Und anscheinend ist das nur eine Questabgabe, sonst ein Nichts. Der Dämon des Zorns in den Höhlen ist tot, so wie ihr es befohlen habt. Ich habe nie daran gezweifelt. Nun, da meine Herrschaft anerkannt wurde, kann ich diesen unveränderlichen Albtraum verlassen. Eure Belohnung, nutzt sie weise. Na dann mach's gut. Ein derartiger Geist konnte diese Welt nicht verlassen, ohne zuvor sein wahres Wesen unter Beweis gestellt zu haben. So, Quest abgeschlossen, sehr gut. Da gibt's noch was zum Plündern. 117 Gold, feuriger Stab. Inquisitionspunkt 1, Sola stimmt zu, Cold stimmt absolut zu. Der Preis der Macht, ein, irgendwas, keine Ahnung. So, das war's. Ich glaube, ich habe alles gemacht, oder? Da ist noch ein Rufzeichen auf das Pfeifen allerdings. Oder? Na, warum nicht? Tun wir das da markieren? Nein, ich will, dass du da hinreist. Kannst du das... Du kannst nicht da... Du kannst... Da vielleicht?
Nein? Da vielleicht? Nein? Wieso kann ich da nicht hinreisen? Da kann ich hinreisen. Na, wenn ich nicht hinreisen kann, dann pfeife ich erst richtig drauf. Nämlich alles gehen möchte ich auch nicht. So, Herr Bürgermeister. Der Riss ist geschlossen. Es wird Zeit, hier mal wieder. Wenn ich jetzt nicht irgendwas Ordentliches krieg, dann zucke ich aber aus. Der Bürgermeister ist weg. Was soll das heißen? Ach so, ist er weg? Inquisitor. Okay, gut. Wahrscheinlich sollte man sich das durchlesen. Es tut mir leid, Bürgermeister Gregory Dedrick. Ein Brief mit einem Geständnis des Bürgermeisters. Da steht, er habe Alt-Kammwald vor 10 Jahren geflutet, um zu verhindern, dass sich die Verderbnis weiter ausbreitet. Er hat sie ersäuft? Im Schlamm? Och, diesem Bürgermeister verpasse ich einen Pfeil zum Tee. So, nochmal was zum Lesen für euch. Ich gehe es mal durch. Und der Bürgermeister ist anscheinend nicht da. So, geh weg da. Einen kurzen Blick auf die Karte. Es wird mir aber auch nichts angezeigt. Und ich kann da nicht hinreisen? Oder oh, da kann ich hinreisen. Okay, so. Dann schauen wir mal, was das Rufzeichen da kann. Noch habe ich Zeit. Noch habe ich 4 Minuten Zeit für eine halbe Stunde. Dann haben wir die ausgefüllt. Ja, wo auch immer der Bürgermeister ist. Mir soll es recht sein. So, ah ja, genau, das war das. Das war das Rufzeichen. Das war das, was da dahinter ist. Genau, genau, genau. Ist jetzt die Frage nur, wie wir da hinkommen. Das würde mich schon nämlich interessieren. Anscheinend müssen wir da rauf. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen hier. Das heißt, wir müssen da nach vorne. Da vielleicht rein. Kann ich da reingehen? Ja. Mosaikteile nehmen, ja toll. Plündern. Blitzrune, okay. Da kann ich runtergehen. Da kann ich... Boom, Alter. Schaut sich das an. Aber da gehen wir jetzt nicht runter. Ich möchte ehrlich gesagt jetzt nur das Rufzeichen finden. Ich hoffe, dass das halt jetzt dann nicht da unten ist. Sondern dort, wo ich es mir denke. Jetzt sind sie aufgestiegen. Jetzt habe ich gerade den Pfeil gesehen. Jetzt sieht man ja auch mal. So bin ich jetzt... Nein. Aber Moment. Schön, euch zu sehen, euer Gnaden. Hallo, grüß dich. Auch schön, dich zu sehen. So, da rein. Nein, da geht's nur wieder zu dem Ding. Zu dem Damm oder was das auch immer war, wo wir das Wasser abgelassen haben. Ah. Ah. Wir haben den Weg raufgefunden. Also da oben habe ich eh gekämpft mit den Typen. Da gibt's was zum Lesen wieder. Kriegen wir wieder Erfahrungspunkte. Da, Alter. Das ist schlimmer als ein Buch, was da geschrieben ist. Das ist schon Stephen King-Style von S. Das hat ja, ich weiß nicht, fast 3000 Seiten und ist so klein geschrieben, dass man eine Brille braucht oder sowas. Und wir sind richtig, jawohl. Schauen wir mal, was der uns da gibt. Der da will was von mir. Irgendjemand muss sich mit den letzten Wegelagerern in Kammwald befassen. Wer hat schon Zeit für sowas? Wenn wir die Banditen erledigen, kommen mehr Reisende. Und mehr Reisende bedeuten mehr Nachrichten für die Nachtigall. Guter Punkt, aber ich habe auch noch eine Chiffre zu entschlüsseln. Sonst finden wir nie heraus, wer letzte Woche Comte Fur getötet hat. Sind die Wegelagerer noch immer in Kammwald? Ja, euer Gnaden. Jetzt, wo sie ihre Feste verloren haben, überfallen die Banditen Reisende. Und Kammwald ist nicht in der Lage, ihnen Einhalt zu gebieten. Das Dorf versucht noch immer, sich von den Untoten zu erholen. So, erschlagene Banditen. 8. Okay, scheint mir jetzt nicht wirklich eine besondere Aufgabe hier zu sein. Okay, man kann sie hier erschlagen. Okay, das ist gut zu wissen. Das heißt, wir setzen uns einen Wegpunkt hierher, machen eine Schnellreise dahin und dann schauen wir halt mal, ob wir da 8 Banditen finden. Machen noch eine Schnellreise, dann ersparen wir uns das gleich im nächsten Part.
Und ich verabschiede mich gleich mal von euch. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.